Incoming Play, Maiko am Start. Recht herzlich willkommen. Wir spielen jetzt hier eine Runde im Abgrund. Übrigens einen Abonnentenwunsch. So. Also es geht hier um das Besudeln. Wie besudel ich richtig? Weil das noch ein bisschen unklar war. Kleine Erklärung hier. Es gibt ja einmal gibt's Set-Waffen und Sachen halt ohne Set-Bonus. Wenn Set-Waffen ätherisch werden, dann werden sie nur ätherisch und bekommen keinen Set-Bonus. Bei Waffen ohne Set-Bonus, die bekommen eine Gunst. Nach dem Verfahren, das wir gleich durchführen hier. So, dann suchen wir uns erstmal ein paar Waffen raus hier. Können eigentlich gleich zum Schrein gehen. Und da ein bisschen durchgucken. Es ist spontane Aufnahme, also entschuldigt bitte, wenn das ein bisschen planlos ist. So. Was haben wir hier Schönes? Ist alles schon ätherisch. Das passt sich ja eigentlich ganz gut, ne? Also hier sind eigentlich ein Speer. Hier ist 4 Speere, ne, 3 Speere. Kusigama haben wir. Nehmen wir Kusigama hier. 1, 2, 3, 4 Stück. Ayabusa können wir nicht nehmen, weil wir wollen eine Gunst farmen. Mit etwas Glück bekommen wir gleich Izanagi drauf. Das heißt, wir geben jetzt diese 3 hier rein. Übrigens, auf der rechten Seite stehen Tropfen des Verfalls im Besitz. Bei mir 150, bei euch ein bisschen weniger. Gehe stark von aus. Deswegen seid ihr ein bisschen sparsam mit. Nicht mehr als nötig. Jetzt habe ich die falsche reingemacht. Habe ich nicht aufgepasst. So. Jetzt haben wir 5 Sachen besudelt. Ihr drückt einfach auf Start, dann auf Gegenstände, drückt zweimal L1. Dann landet ihr bei den besudelten Gegenständen hier. So, das sind dann die besudelten. Steht besudelte Gegenstände. Auf der rechten Seite steht 0. Ja. Weil wir noch durch keine Ebene durch sind. Also ihr müsst auf jeden Fall 4 Bosse legen, damit ihr dann die Sachen ätherisch bekommt. Wir gehen das jetzt mal chronologisch durch. Sorry. Meine Wunde, die kratzt noch ein bisschen. Er juckt ein bisschen. So. Auf geht's. Ich buffe nur mal das Notwendigste jetzt. Nur damit wir hier all durchkommen. Dürfte eigentlich schon reichen. So. Bisschen verklickt. Das hat ein bisschen länger gedauert. Gehen auf jeden Fall zur nächsten Ebene. Nix aufheben. Ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Wenn ihr was aufhebt, beispielsweise ihr habt jetzt 5 Sachen besudelt und hebt eine Sache auf, dann kann es sein, dass die eine Sache, ein von den Gegenständen, die ihr habt, die ihr besudelt habt, dann nicht ätherisch wird. Alles schon erlebt. Oft genug. Deswegen auf jeden Fall nichts aufheben. So, und dann buffen wir uns wieder. Hier mal zick, zack, zuck. Inkaloop. So, ich glaube, Hino Emma kommt hier. Wo sind wir hier? 34, ja. Ja, für die reicht das eigentlich. So, dann gehen wir ja mal hinter. Ist die auch weg. Wie gesagt, nichts aufheben. Zum Kodama hin. Und auf die nächste Ebene. Rush jetzt hier einfach mal durch. Ich werde ja auch nichts schneiden, ne? So, dass ihr den kompletten Vorgang halt mitbekommt. Dum, dum, dum. Zeige ich dir nochmal, wo ihr speichern müsst. Also in Ebene 37, bevor ihr rausgeht. Müsst ihr auf jeden Fall abspeichern.
So, jetzt kommt 100 Auge, glaube ich. So. Ja, beim nächsten müssen wir mal was anderes nehmen, weil meine kleinen Geisterscheine sind leider leer. Ja. Ja, ich war jetzt nicht voll gebufft, ne? Geht einmal wieder zum Kodama und auf die nächste Ebene. Auf geht's. So, wir sind jetzt eben der 36. Hier legen wir jetzt nochmal schnell Hinoemma. Und danach müsst ihr auf jeden Fall speichern. Aber was genau speichern heißt, das gehe ich mit euch dann durch. Aber erst muss ich hier was umlegen. Was haben wir hier noch Schönes? Ja, komm her, die Scherben. Brauchen wir nur eine? Ja, hier nur immer brauchen wir nichts. Erreicht das? So. Geht ihr einfach hinter? Jetzt in die nächste Ebene und jetzt müsst ihr auf jeden Fall speichern. Was heißt das? Ihr geht raus. PlayStation-Knopf gedrückt halten. Drückt auf Option. Und dann geht er auf gespeicherte Daten hoch und runterladen. Die kompletten sind dann zwei Dateien, die ihr hochladen müsst, die auf jeden Fall beide hochladen. Solltet ihr kein Plus haben, bräuchtet ihr einen Stick, um das dann vernünftig zu machen. Da geht ihr dann auf Verwaltung gespeicherte Daten. Müsst dafür die Anwendung schließen. Sage ich jetzt mal. Geht dann hier auf gespeicherte Daten im Systemspeicher und geht auf USB-Speichergerät kopieren. Da macht ihr auch alle zwei Dateien bitte drauf. Ja, dann startet ihr das ganz normal neu. Wenn jetzt auch noch schnell fertig wird, das wäre super. Dann habt ihr mich auch nicht so eine lange Wartezeit. Wie gesagt, ich werde hier nichts schneiden, so dass ihr seht, wirklich, wie lange das dauert, bis man da was gefarmt hat. Nicht, dass es heißt, ja, es hat gar nicht so lange gedauert. Oder bei mir hat das viel länger gedauert. Oder irgendwas anderes. Wenn ihr auf jeden Fall Interesse an PvP-Kämpfen habt, ne, bei Nioh 2 dann. Ich suche auf jeden Fall noch eine fünftige Crew, wo ich dann auch Turniere veranstalte. Also wenn ihr Bock habt, ab in die Kommis oder uns direkt bei Twitter schreiben. Oder Instagram, wenn wir euch abonniert haben. Wir werden auch jeden abonnieren, der Interesse an den Neo-Kämpfen hat. Bei Instagram. So, wir starten dann automatisch wieder in Ebene 37. Wenn ihr den Abgrund hier verlassen, habt dann gespeichert. Und jedes Mal, wenn ihr hier am Schrein geht, speichert ihr automatisch. Das heißt, das passiert auch mit eurem Speicherstand. Also wenn ihr es nicht, die Gunst nicht bekommt, was eventuell hier gleich der Fall sein wird, wenn wir ihn gelegt haben, dann kann es sein, dass wir dann neu laden müssen. Dann ladet ihr den Speicherstand vom Stick oder vom Online-Speicher einfach runter. Ersetzt die Dateien auf eurer PlayStation oder Xbox oder was ich was. Da müsste eigentlich auch funktionieren. Oder auf PC. Und ja, ihr seid automatisch wieder Ebene 37. So, genug gequasselt. So. Buffen wir mal voll, weil hier ein Feuergebiet ist. Und ich habe jetzt da nicht so den Bock, dass wir es hier versauen. Zack.
Zack, zack. Nochmal nachsitzen. Ching. Ab geht's. So. Wie gesagt, nichts aufheben, auch hier nicht. Hier einfach Abgrund verlassen gehen. Und dann sollte es eigentlich funktioniert haben. Wie gesagt, ich habe das schon erlebt, dass wenn man dann Sachen aufhebt, dass die auf jeden Fall dann Sachen, die ihr dann besudelt habt, nicht ätherisch werden. So wie hier. Seht ihr, ich habe jetzt hab 5 besudelt. Eins habe ich glaube aufgehoben. Aber ich habe keine 6 besudelt, das weiß ich. Und dann gucken wir mal. Also ätherisch ist auf jeden Fall was geworden. Dann machen wir es anders. Gehen hier auf Gegenstände. Drücken nach R1 und hier stehen die neuesten Gegenstände halt drin. So. Izanagis hier hat geklappt. Die haben wir bekommen. Und haben auch die Gunst bekommen, die wir haben wollten. Also 33 bis 37 Izanagis. Wenn ihr Susanoo haben wollt zum Beispiel, dann müsst ihr von 32 bis 36 machen. Okay. Solltet ihr auf jeden Fall noch Fragen haben, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommis. Bleibt up to date und folgt uns bei Instagram und Twitter. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, ne? Habt noch einen schönen Tag. Grüße gehen auf jeden Fall raus an den Abonnenten, der die Frage hatte. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt weiterhelfen. Ansonsten auch wieder in die Kommis bitte. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. See you.